Ja, hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr dabei seid zur nächsten Baurunde für unseren Fast and Furious Dodge Charger RT. Ausgabe 39 ist heute das Thema und theoretisch könnte ich sagen, brauche ich dieses Video? Beziehungsweise gibt es heute etwas Neues im Video? Nee, ehrlich gesagt nicht. Wir wiederholen nochmal den Bauschritt, den wir in der letzten Ausgabe 38 bekommen haben. Nämlich haben wir letztes Mal den linken wo die linke hintere Radaufhängung zusammengebaut, diese hier. Und jetzt in Ausgabe 39 geht es noch einmal an die gleiche Konstruktion, nämlich die rechte hintere Radaufhängung. Die wird heute zusammengesetzt und dann ja, ist das quasi der vorbereitende Schritt, bevor dann die ganze Konstruktion dann mit zusammengebaut wird. Aber trotzdem habe ich mich entschieden, davon ein einzelnes Video zu machen. Deswegen lehnt euch zurück und entspannt euch bei der nächsten Ausgabe unseres Fast and Furious Dodge Charger RT. Hier haben wir sie, Ausgabe Nummer 39. Genau, ich habe gedacht, 38 steht da gerade. Nein, Nummer 39. Legen wir los. Ja, ich habe schon mal ein bisschen angefangen auszupacken, weil, wie gesagt, den Bauschritt, das ist nochmal der gleiche, wie wir letztes Mal hatten. Wir bekommen auch wieder hier einen Träger und viele Metallteile, alles auch wieder hier aus Metall, inklusive der Metallschrauben, alles Metall. Gibt also unserem Dodge nochmal ein bisschen Gewicht, das Ganze. Und ja, wie gerade schon gesagt, jetzt haben wir die Ausgabe Nummer 39 am Start. Ja, und auch da beginnen wir mit dem ersten Bauschritt, dass wir an diesem länglichen Teil diese beiden kleinen Unterstützungsplatten mit anbauen sollen. Auch hier sollen wir die wieder erstmal das Stück mit der Nummer 1 nehmen. Und dieses Mal ist es alles nur ein bisschen spiegelverkehrt. Jetzt sollen wir, das einmal drehen, jetzt auf dieser Seite, die so aussieht jetzt quasi, auf dieser Seite soll jetzt die Platte mit der 1 dran. Auch hier wieder mit dem kleineren Loch nach unten. Und dann kommt auch wieder eine Schraube durch, und zwar wieder eine AM-Schraube. Damit das Teil nicht fix nicht wegfliegt und an Ort und Stelle bleibt. Auch da tut es wieder ein guter Tropfen Öl, der das ganze Teil an Ort und Stelle hält. Kann man noch ein bisschen strenger, sag ich mal, sein mit dem Zusammenschrauben. Ist ja kein Plastik, was irgendwie wegbiegen könnte. So, und dann nochmal die zweite Platte. Auch hier wieder mit dem kleineren Loch nach unten, was jetzt fixiert wird. Dann haben wir das auch. Ich habe ja schon gesagt, ich habe ja noch ein paar Ausgaben bei mir liegen. Bis zur Ausgabe 50 habe ich zurzeit noch bei mir liegen. Das heißt, die Ausgaben kann ich euch auch so im Stück für Stück natürlich noch weiterhin zeigen. Wie es danach weitergeht, je nachdem, wie die Welt dann aussieht, sage ich mal, muss ich tatsächlich mal gucken, wann ich dann neue Lieferungen bekomme. Das könnte sich eventuell noch einige Zeit hinziehen. Deswegen genießt nochmal das, was ihr jetzt sehen könnt. Kann sein, dass in der nicht mehr ganz so weiten Zukunft dann ein Baustopp erstmal erfolgen muss oder eine Pause erfolgen muss, wegen des Wartens auf neue Bauteile. So, das haben wir aber. Aber wir haben noch ein paar, keine Sorge. So, und dann wird das Ganze auch wieder fixiert an der Stange. Da müssen wir auch wieder gucken, dass wir das richtige Ende nehmen. Auch das, was hier wieder, das Ende, was weiter weg ist von diesem mittleren Loch, soll wieder genommen werden. Und da kommt auch hier wieder eine der großen OM-Schrauben durch. Die kann man auch wieder hier so einfach so einlegen erstmal, damit sie schon mal
drin liegt und dann kann man schon mal versuchen zu schrauben, ob das eventuell schon direkt in Position ist, was natürlich das Einfachste wäre. Und das hat tatsächlich auch gerade, glaube ich, geklappt. Ja, hat geklappt. Sitzt dran, da sehen wir noch das Ende. Oder so besser halten. Wunderbar, hat schon mal geklappt. Dann werden diese beiden Teile wieder zusammengesetzt. Auch hier haben wir wieder eine Seite mit zwei Löchern und da wissen wir ja noch vom letzten Mal, die obere Seite hier oder an der oberen Seite soll die Seite zu sehen sein, die hier so ein bisschen, danke Fokus, der so ein bisschen abknickt. Das soll jetzt wieder nach oben zeigen, die Seite, und wird fixiert mit zwei der FM-Schrauben. Dann haben wir den Schritt auch gleich geschafft. Also wird es einfacher, wenn ich erstmal ein Teil drin habe. Dann geht das alles deutlich einfacher. Ja, das habe ich zu fest geschraubt, das ist ein bisschen schief. So. Gut. Einmal. Und dann noch die zweite Schraube. Ich will doch nicht wissen, wie viele Schrauben wir hier schon verbraucht haben. Auch wieder beim Dodge hier. Bei all meinen Schraubenmodellen. Unzählige auf jeden Fall. Ja, damit sitzt das Teil auch fest und wird jetzt auch an der Stange an dem anderen Ende fixiert. Da müssen wir auch mal eben gucken, dass wir die richtige Position nehmen. Und zwar diese Position wird auch, wie gerade eben auch, mit der großen OM-Schraube an Ort und Stelle gehalten. Mal eben Schraube durch. So. Wenigstens ein Vorteil, dass man die, weil die so groß sind, die Schrauben, die einmal so komplett durchstecken kann. Und hat die getroffen? Ja, getroffen hat sie. Jetzt gibt es nur so ein bisschen Widerstand gerade. Oder ist es schon am Ende? Würde mich jetzt wundern, aber gut. Ich wollte sagen, ein bisschen geht noch. Das sind immer mächtige Schrauben. Da reicht meine Schrauben ja schon fast gar nicht mehr. Ja, eventuell muss ich noch mal kurz einen größeren Schraubendreher holen. Habe ich da überhaupt einen? Mal gucken. Da bin ich mal jetzt neugierig, ob das irgendwie passt. Würde mich ja mal interessieren. Nee. Ich habe mir ein schönes Schraubenzieher-Set geholt, aber einen größeren. Ich habe zwar einen Schlitzschraubendreher, aber schade. Da muss ich nochmal eben gucken. Aber die geht nicht weiter. Die ist an Ort und Stelle jetzt. Das wackelt zwar noch ein bisschen, aber es ist fest. Das ist ja jetzt, wenn man sehen kann, das ist die Hauptsache, und weiter lässt sich die Schraube nicht drehen, die ist auch schon bis draußen. Also von daher klappt das. Gut, damit haben wir auch diesen Träger soweit fertig, der rechte. Und dann haben wir hier noch das Gegenstück, den linken davor. Und die beiden sind soweit fertig geschraubt. Und ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir diese mal zusammenfügen mit dem, was wir schon gemacht haben, nämlich der Hinterachse. Ja, die Ausgabe 39 ist abgeschlossen und die rechte hintere Radaufhängung oder der Träger davon ist fertig. Damit haben wir beide Träger jetzt soweit fertig. Und jetzt wird es Zeit, dass wir in der nächsten Ausgabe uns daran machen, dass wir die gesamte Konstruktion, die Einzelteile der Konstruktion, die wir jetzt haben, zusammenfügen werden. In der nächsten Ausgabe Nummer 40 bekommen wir nämlich weitere Bauteile, um die beiden Träger mit der Hinterachse zu fixieren. Die ersten Stoßdämpfer gibt es, glaube ich, auch, werden aber noch nicht verbaut, soweit ich das gesehen habe, aber es wird eben hauptsächlich an den Zusammenbau der Einzelteile geben, und damit das Ergebnis, so viel kann ich schon mal sagen, am Ende dann so aussehen wird, dieser Träger, bevor er dann an Ort und Stelle am Unterboden mit
fixiert wird. Darauf könnt ihr euch in der nächsten Ausgabe 40 freuen. Runde Ausgabe und glücklicherweise dann wieder ein bisschen was Neues zu tun, vielleicht zu dieser Ausgabe, die eigentlich quasi nochmal eine Wiederholung war vom letzten Mal. Trotzdem hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Noch besser, ich freue mich natürlich noch mehr über ein Abo für meinen Kanal. Und dann bekommt ihr auch direkt Nachricht, wie ich gewohnt ist, auch schon immer gerne sage. Dann bekommt ihr Nachricht, wenn neue Videos hier online gehen. Egal ob für den Dodge oder den Manta, den Ecto One, den Ferrari, den Terminator oder natürlich unsere Metall Bismarck. Alle Projekte, die aktuell hier laufen. Dann bekommt ihr dafür, wenn neue Videos online gehen, direkt Nachricht. Gut, das war's für heute erstmal. Vielen Dank an alle fürs Zuschauen und nächstes Mal erreichen wir die vierte Dekade, das 40. Ausgabe 40. Oder ist dann die 40. Ausgabe am Start, nennen wir es mal so. Und ja, dann wird auf jeden Fall deutlich mehr geschraubt. Das Hinterrad, die Hinterradaufhängung, nenne ich es mal, das große Gestänge, wird dann zusammengefügt. Freut euch drauf, bald geht's weiter mit Ausgabe 40 unseres Dodge Charger. Bis dahin noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.